So, wir sind nicht scharf, oder? Na doch, eigentlich. Hi und willkommen in unserem zweiten Video zum Siva Workshop. Ja, also soll ich was sagen? Ja, ja. Also Tobias hat heute hauptsächlich geredet, also Tobias Lehnert. Ist das so? Ja, zu dritt. Gut. Tobias Lennart. Ja. Tobias Lennart hat heute sehr viel geredet und es ging quasi um die Strategie zur Veganisierung der Welt. Mhm. Und was er halt gezeigt hat, war, dass sich die Strategien anpassen müssen an die jeweiligen an das jeweilige Vorhandensein, dass es ein großer Fehler ist zu sagen, es gibt nur eine Strategie, die funktioniert, und es ist auch ein Fehler zu sagen, alle Strategien funktionieren. Das heißt, man muss sich ein bisschen anpassen, das heißt jetzt so die Art von Aktivismus, die besonders effektiv ist, in der jetzigen Phase, wo die Bewegung noch relativ klein ist. Ist derzeit nicht in your face. Richtig. Noch nicht. Sondern eher halt so möglichst nett sein, möglichst Alternativen befürworten und auch kleinere Schritte gutheißen. Und irgendwann gibt es dann so einen Schnittpunkt, wenn die kritische Masse an Leuten, die das so sehen, positiv sehen, Tierrechte als was Sinnvolles ansehen und auch die Verfügbarkeit an den entsprechenden Produkten so ist, dass es so einfach ist, vegan zu werden, dann kann das irgendwann kippen und dass es effektiver ist, dann auch so eher aggressiven Aktivismus zu betreiben, indem man halt Leute anschreit oder so. Ja, also das Beispiel war dann auch, wenn es halt erstmal genug Veganer gibt, dass es wirklich ein Großteil ist, dass dann halt irgendwann einfach der Schritt kommt, da wird Fleisch dann auch einfach verboten, weil halt einfach die Mehrheit Veganer sind und damit halt auch die Menschen in der Regierung und dann halt einfach die Mehrheit das verlangt, dass es das gar nicht mehr gibt, dieses Tierleiden. Genau. Er hat dann auch so ein paar Beispiele genannt, wie man das Ganze halt machen kann, wie man argumentieren kann. Und da fand ich besonders interessant, das hat er mit einem Beispiel eingeleitet. Manche Menschen sind noch gar nicht dazu bereit, ihre Gedanken halt einfach umzustellen und halt einen anderen Weg zu gehen. Und das Beispiel, was er gebracht hat, ist zum Beispiel Smartphones. Man hat ein Smartphone, er hat auch ein Smartphone und hat gemeint, da gibt es ja Gerüchte, dass halt diese Strahlung schlecht ist fürs Gehirn. Ich meine, vielleicht sind es auch Fakten, aber das weiß er nicht, weil er hat sich dazu nicht belesen, wie das nun ist. Und er wird sich dazu auch nicht belesen, weil Fakt ist nun mal, er braucht das Smartphone, er will das Smartphone auch benutzen. Und deswegen will er da gar nicht drüber lesen, ob das vielleicht schädlich für ihn ist, weil dann würde er sich ja nur drüber ärgern, wenn er das rausfindet, weil er ja gar nicht vorhat, irgendwie sein Smartphone wegzugeben. Ja, und das aber, sobald er jetzt irgendwo einen Artikel lesen würde, oh, es gibt jetzt das erste Smartphone, was halt keine schädliche Strahlung mehr hat, dann würde er es natürlich sofort kaufen und dann kann er auch nachlesen, wie schlecht denn die anderen sind und würde sagen so, yo, Zuckers, war dann so seine Worte. Also dann ist es auf einmal eine ganz andere Sache, wenn es halt solange etwas gar nicht verfügbar ist oder man betrachtet es nicht als verfügbar, weil man nicht einfach glaubt, man braucht Fleisch und das andere Zeug schmeckt nicht, weil man es nicht probiert hat, dann hat man halt auch gar nicht das Bedürfnis, dieses Tierleid sehen zu wollen und es verstehen zu wollen. Oder auch die anderen Gründe, die dazu, ja. Also gesundheitliche Gründe, umweltliche Gründe, das ignoriert man dann gerne, schiebt man beiseite, weil man jetzt der Meinung ist, es wäre ein großer Verzicht. Mhm. Was ich noch sagen wollte, ist, dass halt für viele, was er halt noch gezeigt hat, dass der Weg nicht unbedingt immer ist, dass man erst die Erkenntnis hat und daraus die Handlung folgt, sondern dass man von der Handlung auch zu der Erkenntnis kommt, weil zum Beispiel, er hat das Beispiel gebracht, dass Leute zum Beispiel krank geworden sind, also von so einer Frau, die war dann allergisch auf Fleisch. Und von dieser Zecke gebissen, genau, das hat man ja auch schon mal gelesen wahrscheinlich, dass diese Zecken gibt, die einen beißen und dann hat man dann auf einmal eine Allergie gegen Fleisch. Ja, die wurde halt von dieser Zecke gebissen, konnte dann halt kein Fleisch mehr essen und das fand sie anfangs auch so richtig, richtig scheiße, weil sie halt echt Fleisch gerne mochte und es auch essen wollte. Das ging sogar so weit, dass sie halt bei einem Barbecue war und dann halt einfach sich nicht zurückhalten konnte und dann doch halt ein kleines Stück Fleisch gegessen hat und dann sofort ins Krankenhaus gekommen ist, weil ja diese Allergie so stark war. Ja. Und dann hat man sie halt aber irgendwie ein paar Wochen oder Monate, weiß ich jetzt nicht, später nochmal befragt und hat sie gemeint so, ja, sie hat da ihr ganzes Verständnis geändert, weil sie hat dann jetzt, weil sie das Fleisch eh nicht mehr essen konnte, sich ganz viel halt belesen, so Vegetarismus und hat da halt echt viel gelernt und was halt mit den Tieren so passiert und mit der Umwelt und so, dass sie jetzt sagt, sie ist da stolz drauf, dass sie jetzt Vegetarierin ist und sie ist froh darüber, dass ihr das passiert ist, weil das halt ihr Leben verändert hat, dass sie halt zu dieser Erkenntnis gekommen ist. Stimmt. Mhm. Diese Quintessenz, dass sie im Endeffekt froh darüber war, dass sie eigentlich gezwungen wurde, aber dann doch froh war. Mhm. Deswegen ist es auch immer eine gute Variante, den Leuten zu empfehlen, es zu probieren, damit sie selber sich wirklich in die Lage versetzen, mal über einen längeren Zeitraum vegan zu probieren, um zu schauen, um halt dann
auch diese Offenheit zu bekommen, sich mit der Thematik auseinanderzusetzen, die sie sonst nicht hatten, weil in dem Moment, wo sie das tun, sind sie quasi sehr viel offener für die ganze Thematik. Das hat er auch mit so einer Studie belegt, wo sie quasi den Leuten, haben sie gefragt, wie viel Einfühlungsvermögen oder Intelligenz sie einer Kuh zum Beispiel zuordnen. Und dann haben sie einer Gruppe Fleisch gegeben, der anderen Gruppe Nüsse. Also nebenbei zum Essen, ja. Genau. Und wer hätte es erwartet, die Gruppe mit den Nüssen hat den Kühen mehr quasi kognitive Fähigkeiten zugewiesen. Und so ähnlich ist das dann halt auch, wenn man es über einen längeren Zeitraum ausprobiert, den ganzen Informationen, die das Thema Veganismus betreffen. Genau, und das war halt so sein Punkt, dass Menschen manchmal halt einfach gar nicht dazu offen sind, dass Sachen verstehen zu wollen oder hinterfragen zu wollen oder hinzugucken, aber man sie auch auf andere Weise erreichen kann. Für uns als Veganer ist natürlich immer am wichtigsten, dass wir an die Tierethik denken, aber es gibt halt verschiedene Türen, wie man halt zum Veganismus reinkommen kann. Und das kann halt auch einfach sein, und das war sein Hauptbeispiel, wenn man halt einfach, man sollte Menschen viel öfter einfach leckere vegane Sachen vorsetzen, damit die sehen, dass es das gibt und dass es halt voll gut ist und erstrebenswert, sowas zu essen. Und sobald sie diese Alternative kennen und wissen, dass denen das schmeckt, sind sie auch bereit, sich halt dann damit auseinanderzusetzen, halt mit den Hintergrundfragen, mit der Ethik, mit der Gesundheit vielleicht, mit der Umwelt. Und dann haben sie halt eine ganz andere Wahrnehmung von dem Thema. Genau, dass es halt nicht mehr als ein Verlust empfunden wird, einfach weil sie es schon gesehen haben, dass es keiner ist und dass es deswegen sehr viel einfacher fällt. Und dann, danach hatte Dr. Melanie Joy auch nochmal einen Part, da ging es halt hauptsächlich darum, um Sustainable Activism, und da ging es so darum auch ein bisschen, dass man sich halt selber auch nicht so viele Vorwürfe machen darf, so dieses, man macht nicht genug für die Tiere oder ähnliches, sondern dass halt jeder das machen soll, was er leisten kann, und dabei auch auf sich selber einfach achtet, dass man, ja, sag ich mal, da nicht in so eine Spirale gerät und dann depressiv davon wird und sich immer irgendwie Vorwürfe macht, sondern einfach guckt, dass man dann eine Balance findet, dass man halt tut, was man kann und sich halt aber selber nicht vergisst dabei. Genau, das Thema war quasi sekundäre Traumatisierung, diese zu vermeiden, indem man jetzt sich nicht immer wieder neu traumatisiert, absichtlich, weil man das Gefühl hat, man müsse das tun. Also sprich, da ging es quasi darum, um sich solche Dokus anzuschauen wie Dominion, wenn man das mal gesehen hat, wenn man schon die Konsequenzen daraus gezogen hat, sich nicht immer wieder dem auszusetzen aus einem falschen Pflichtgefühl heraus, sondern dass man halt auch die Zeit für sich selber nehmen soll und einen das quasi zu einem besseren Aktivisten macht als jemand, der immer mehr und immer weiter will, weil das sonst irgendwann zu einem Burnout führen könnte. Genau, das waren so die Sachen. Und dann, wir wollten Melanie Joy auch mal fragen, was sie eigentlich vom Liberation Pledge hält. Genau. Und wir haben uns vorher schon auch selber nochmal für uns Gedanken gemacht. Wir sind halt beide zu einem Entschluss auch gekommen. Die Entschlüsse sind auch unterschiedlich. Und ja, und so ähnlich hat es auch Melanie Joy nochmal bestätigt. Also, dass sie sagt, kann auf jeden Fall Vorteile haben, dieser Liberation Pledge. Vor allem halt für den Veganer selbst, dass man sich halt nicht ständig solchen Situationen aussetzt, wo man sich halt, sag ich mal, unwohl fühlt und was halt vielleicht zu Diskussionen führt, wenn man das halt nicht immer möchte, ja. Wenn man auch einfach mal seine Ruhe haben will, dass es dann halt vielleicht besser ist, solchen Situationen fern zu bleiben. Und dann hat sie gemeint, so vom strategischen Standpunkt, wenn man halt versucht, den Veganismus zu verbreiten, dass das dort auch auf jeden Fall einen Effekt haben kann und dass es halt auch Situationen gibt, wo es helfen kann, dass sie aber denkt, so statistisch gesehen, wird es wahrscheinlich eher negativer aufgenommen von noch Nicht-Veganern, weil es halt leider doch immer den Eindruck erwecken kann, dass wir uns halt als Veganer distanzieren von den anderen und dass wir uns halt, dass sie halt dann glauben, wir würden uns für was Besseres halten und das deswegen machen. Und dass sie halt auch denkt, dass wenn man halt bei den Essen dabei ist, sich schon halt immer mal wieder Gelegenheiten ergeben können, wo man das Thema aufgreifen kann und da vielleicht dadurch eine Veränderung machen kann. Also das ist halt auch so eine Antwort, das ist halt das, was wir beide so gedacht haben, auch so, was halt so die verschiedenen Möglichkeiten sind. Ich habe jetzt tatsächlich mich auch ohne die Antwort dazu entschieden, nicht mehr an dem Pledge festzuhalten und wirklich lieber anders zu gucken, gerade auch jetzt mit den neuen Ideen. Vielleicht jetzt zum Beispiel, ich habe jetzt bei mir auf Arbeit auch in letzter Zeit nicht mehr so an Teamfrühstücken teilgenommen, wenn es da Fleisch gab, weil ich dann einfach nicht ein Teil davon sein wollte und habe jetzt mir überlegt, vielleicht ist es auch eine gute Option, doch dran teilzunehmen und da halt einfach immer irgendwas Cooles Veganes zu machen und das mitzubringen und dadurch halt einfach vielleicht zu Gesprächen zu kommen, was ja auf jeden Fall auch einen guten Effekt haben kann.
Ja, also aus strategischer Sicht stimme ich zu, dass es wahrscheinlich, wenn man es nicht besonders gut kommuniziert, wie zum Beispiel jemand, der sehr trainiert ist, was ja auch in Kommunikation, ist, genau, der Durchschnittsmensch ist nicht so gut in Kommunikation, wie zum Beispiel Alex Best von Amazing Vegan Outreach. Für ihn ist es halt sehr positiv, das zu machen, auch aus strategischer Sicht. Für mich persönlich, ich habe es jetzt nicht aus strategischer Sicht gesagt, dass ich daran festhalte, sondern einfach als eine gewisse Art Selbstschutz, weil ich vorher immer das Gefühl hatte, wenn ich mich da dazusetze und dann, ich weiß, wenn ich was sage, dann habe ich mich gut gefühlt, aber wenn das Thema dann überhaupt nicht zur Sprache kam, was ja oft der Fall ist, wenn das mit Leuten ist, wo es schon vorkam, habe ich mich persönlich wohler gefühlt, wenn ich dann sage, nee, ich möchte das nicht, weil ich auch, wie gesagt, diese Traumatisierung, also für manche Menschen, also das ist scheinbar nicht normal, dass wenn haben wir jetzt auch bei Melanie Joy wieder gelernt, wenn man das Fleisch sieht, dass man dann sofort automatisch an die Tiere denkt, wie sie leiden, wie sie geschlachtet werden, unter was für Bedingungen sie leben. Bei mir ist das tatsächlich sehr häufig so, dass ich diese Dinge so sehe und wenn ich mich dann einfach davon fernhalte, dann fühle ich mich persönlich wohler und deswegen werde ich den Pledge auch beibehalten. Ja, also kurz gefasst, falls ihr jetzt gehofft habt, es gibt da jetzt irgendwie eine Antwort richtig oder falsch, die gibt es nicht. Das ist für jeden unterschiedlich und auch aus jedem Aspekt hat es halt Vor- und Nachteile. Genau. Muss man letztendlich für sich selbst entscheiden. Ja, das denke ich war so unsere Zusammenfassung von dem, was wir erzählen wollten. Wir fahren jetzt nach Hause, also er ist jetzt zu Besuch, er wohnt nicht mehr. Ich fahre nicht nach Hause, ich fahre zu ihm nach Hause. Genau. Und im nächsten Video sehen wir uns dann auf dem veganen Sommerfest. Bis dann. Bis dann. Stick around, I might teach you a thing or two. How to get the people jumping like a kangaroo. Disagree with me as long as disagree with you. Do the kangaroo, I'm like a kangaroo.